Meine fünfteilige Tour durch die ostbayerischen Mittelgebirge über 1200 Kilometer und 53.000 Höhenmeter führt entlang der Fränkischen Alb mit der Fränkischen Schweiz, einem Teil des Frankenwaldes, dem Fichtelgebirge, dem Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Die 46 Pässe bestimmen, mit Ausnahme der Fränkischen Schweiz, den gewählten Routenverlauf. Auch wenn ich per Motorrad unterwegs bin, sind es doch vorrangig Reisefilme mit viel Sehens- und Wissenswerten. Dabei haben mir Videos anderer YouTuber geholfen, die mir erlaubten, ausschnittsweise deren Clips zu verwenden. Vielen Dank nochmal. Die Quellenangaben sind eingeblendet und die Links findet man in der Infobox. Durch die gesetzten Timemarker kann man direkt auf die einzelnen Ziele zugreifen, ohne den ganzen Film ansehen zu müssen. Coburg ist Startpunkt meiner Tour, als Fortsetzung der Route durch die Fränkische Alb, die uns zum Frankenwald führen soll. Als Motorradfahrer meide ich große Städte, was nicht heißen soll, dass sie mich nicht interessieren. So verweise ich auf das verlinkte Video von Mr. Schneemann und Tour mit umfangreicher Beschreibung von Coburg und der Feste. Kopfsteinpflaster, Burgenstraße, heute in Coburg. Coburg ist die Residenzstadt der Herzoge von Sachsen-Coburg, deren Nachfahren zum Teil noch heute europäische Throne regieren. So trug das britische Königshaus Windsor bis 1917 den Namen Sachsen-Coburg. Zur Feste gelangt man von Süden her, ohne durch Coburg fahren zu müssen. Die Feste Coburg, auch Fränkische Krone genannt, 160 Meter über der Stadt. Der stetige Ausbau führte dazu, dass die Festung nie eingenommen werden konnte. Hier der Teil, den ich zu Fuß bewältigte. Um die ganze Anlage zu besichtigen, dürfte man gut einen halben Tag benötigen. Schloss Neuhof vorbei, dessen Ursprung bis ins 14. Jahrhundert zurückreicht. Heute Wohnheim für Suchtkranke. Ist aber, soviel ich weiß, nicht Teil der Burgenstraße, auf der ich nach Mitwitz weiterfahre. Das Renaissance-Wasserschloss hat mich schwer beeindruckt. Bereits im 13. Jahrhundert urkundlich erwähnt, im Bauernkrieg geplündert und 1525 durch einen Brand teilweise zerstört. Ende des 16. Jahrhunderts in seiner heutigen Gestalt wieder aufgebaut. Das Schloss ist von außen frei zugänglich. Die Innenräume kann man im Rahmen von Führungen besichtigen. Auch kann das Schloss für besondere Feierlichkeiten gebucht werden. 2014 diente das Schloss als Kulisse zum Märchenfilm Die drei Federn. Gerhard, Gebhard, Gustav, meine Söhne. Zieht aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, soll mir als Fürst folgen. Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen. Die Frankenwald-Hochstraße steht nächstes Jahr auf meinem Programm. Dieses Mal nur ein Teilstück, welches in der Dreiflüssigstadt Kronach beginnt.
Kronach entstand schon vor dem 10. Jahrhundert. Während des 30-jährigen Krieges wurde Kronach mehrmals belagert, aber nie eingenommen. Napoleon startete von hier aus 1806 seinen Feldzug gegen Preußen. Im Ersten Weltkrieg Gefangenenlager für Offiziere, in dem 1917 teilweise der französische Hauptmann Charles de Gaulle untergebracht war. Wenn man um die halbe Burg fährt, gelangt man zum Hintereingang. Auf dem Gelände rockt jedes Jahr die Festung. Die Bilder sind von 2022. Infos zur Burg dann mit leiseren Tönen. Rosenberg ist eine der besterhaltenen Festungsanlagen Deutschlands, deren Ursprung bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht und auch nie gewaltsam eingenommen werden konnte. Noch etwas Kronach. Bevor es zum Frankenwald weitergeht. Zur Teichmühle. Erstmals erwähnt 1507. Die Mühle beinhaltet ein Museum und soll noch heute in Betrieb sein. Hinauf nach Schlegelseid, dem höchstgelegenen Dorf des Frankenwaldes.
Quallenfels. Wir finden zwischen Mai und September die überregional bekannten Floßfahrten auf der wilden Hodach statt. Festhalten, Duck, ne? Meine Mama schimpft mich, ich bin ganz nass. Ein Stück nach Wallenfels, eine Hochebene, wo ich anhielt, um diesen Panoramablick zu zeigen. Auf der Straße nach Pressig fanden ein Zwergrennen statt, dann Oldtimer-Gleichmäßigkeitsrennen. Mehr weiß ich leider nicht. Denke auch, dass damals die Straße auf einer anderen Trasse mit mehr Kurven verlief. Mit der Fahrt Richtung Fichtelgebirge endet das Video.